Ihr fragt euch doch gerade, warum gerade Künstler momentan keine Stimme erheben im Zuge dieser Bauernaufstände oder eben Mittelstandsaufstände, würde ich es mal eher sagen. Warum die sich alle, ach, so zurückhalten und ja, offensichtlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, eben gar nicht mal sich trauen, irgendwas zu sagen, offensichtlich. Weil genau das ist es. Diese Medienlandschaft, in der wir hier existent sind, beruht halt sehr, sehr viel auf Kontakte. Und wenn die Leute ihre Stimme erheben, bedeutet das auch, dass sie am Ende des Tages einfach keinen Anruf mehr bekommen. Und das wissen sie. Wir leben hier in einer sehr, sehr spannenden Welt, die sich ja heute immer noch sehr viel erhebt, auch über DDR-Geflogenheiten. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ob das Ganze so viel besser ist. Zum Beispiel Richtung Film. Also ich habe da viel recherchiert und habe mich da viel eingegruft, weil wir selber gerade einen Doc-Film produzieren. Und der Punkt ist einfach der, dass es viele dieser Filme werden in einer Art Vorfinanzierung mit bedingt rückzahlbaren Darlehen, das sind diese Filmförderungen, werden die häufig finanziert. Das heißt, Leute, die hier einen Film produzieren, sind häufig, weil sie ihr eigenes Unternehmen darauf aufgebaut haben, sind sie angewiesen auf diese Filmförderung. Und das bedeutet eben auch, dass wenn sie die haben möchten, sozusagen, die müssen sie beantragen und so weiter. Also das, ja, geht, da geht es um richtig Geld quasi. Und bedingt rückzahlbare Darlehen heißt auch, dass diese Filmförderung, wenn halt Gelder reinkommen, dann werden die eben auch bezahlt, wieder zurückgezahlt. Wenn die nicht reinkommen, na, dann ist es nicht so schlimm. Das ist, ich habe da auf einem anderen Kanal schon mal ein Video zu gemacht, dass das ein bisschen spannend ist, was da läuft. Ich verlinke den gerne hier. Der Punkt ist aber der. Also da steht in diesen Förderanträgen natürlich nicht drin, zum Beispiel Künstler, die der Macht also unangenehm aufgefallen sind, dürft ihr nicht mehr buchen. Das Problem ist ja natürlich aber, dass vorneweg, und man kennt sich eben untereinander, dass eben durchaus auch bekannt ist, wer gerade gelitten ist und wer nicht. Und wenn zum Beispiel eben ein Sender, also man braucht für eine Filmförderung eine Senderzusage quasi. Und wenn man natürlich weiß, dass Leute wie ein Uwe Steimle und so weiter gerade nicht gelitten sind bei Sendern, dann ist es einfach so, dass man natürlich auch weiß, also eigentlich sagt man bei diesen Filmförderungen, entweder muss man zuerst einen Sender haben, damit man diese Filmförderungszusage kriegt, oder ein bisschen andersrum. Also es ist sehr, sehr im Quadrat. Das sind, wie gesagt, kleine Klüngelkreise, würde ich das mal frech bezeichnen. Dann weiß man natürlich auch, dass man so einen Film eben auch einfach dort nicht anmelden kann. Und das Problem ist einfach, da die alle das wissen, auch Schauspieler, auch Bühnenkünstler und so weiter. Viele Festivals bekommen ebenfalls Förderung und sind somit einfach von Staatsgeldern abhängig. Sie sind auch deswegen abhängig, weil sie natürlich eine Presse brauchen, eine gute Presse im Vorfeld brauchen. Und was bedeutet, dass diese Sachen eben, wenn man weiß, dass die örtliche Zeitung quasi diesen oder jenen auf ihre Liste gesetzt hat, intern, weil ja die ganzen Leute, also da gibt es keine wirkliche Liste, sondern das Problem ist halt, die Leute sitzen, auch Redaktionen sitzen eben zusammen und haben natürlich eine politische Richtung. Man stellt ja auch so ein, dass man eher seinen Kumpel einstellt als jemand, der einem irgendwo mal ein Gegenwort quasi liefern könnte. Und das bedeutet auch, dass natürlich den Leuten bewusst ist, wenn ich mit einem Thema komme, was der gängigen Meinung nicht entspricht, dann weiß ich natürlich auch, dass ich erstens keine Förderung bekomme für meine Veranstaltung, zum anderen aber eben eventuell der Stadtrat auch noch Nein sagt für die Turnhalle. Dann weiß ich aber auch, dass zum Beispiel die örtliche Presse sagt, ja, kennen wir den? Nö. Also das ist nicht direkt abgesprochen, aber man weiß es sozusagen. Das war vor 15 oder 20 Jahren, als wir noch Veranstaltungen gemacht haben, war das noch anders. Da gab es eigentlich einen breiteren Korridor sozusagen. Das ist heute nicht mehr so. Und genau deswegen werden sich die meisten Künstler hier nicht raustrauen,
zu sagen, ja, das System ist mir doch egal, dann mache ich halt mein eigenes Ding, weil natürlich geht es da einfach auch ums Geld. Und wenn ich weiß, dass eben die Regie nicht mehr anruft, weil sie diesen Film eben nicht bei einem Sender unterbekommt, wenn dieser oder jener mitspielt, dann, das Leute, die Leute wissen das, internalisiert. In ihren kleinen Kreisen. Das sind alles Kaffeekränzchen-Sachen. Das ist selbst, ich komme, mache nebenbei ein bisschen Ausstattung, Film sozusagen, da komme ich so ein bisschen her. Das habe ich gemacht zwischendrin. Und es ist eben bedauerlicherweise so, dass zum Beispiel das auch bei sozusagen den Leuten, die hinter der Kamera stehen und die da eben auch arbeiten, dass es durchaus genauso läuft. Man wird eben einfach nicht mehr angerufen. Ist jetzt bei mir nicht so schlimm, weil ich eigentlich einen Online-Handel habe und das nur, weil ich es wissen wollte, nebenher gemacht habe. Also ich habe damit kein Problem und deswegen lasse ich mich auch nicht verbiegen von irgendjemanden. Und deswegen mache ich auch den Mund auf. Aber es ist genau das Problem. Das ist intern, ja nee, das geht so nicht. Und das, du kannst nichts damit machen, du kannst nichts dagegen machen. Das ist einfach so. Und deswegen haben sehr, sehr viele Künstler, die jetzt nicht sehr breit aufgestellt sind in ihren Sachen, die sie machen, ein maximales Problem damit, eben zum Beispiel dort für zum Beispiel den Mittelstand, obwohl sie selber absolut betroffen sind von diesem ganzen System und abhängig sind. Aber weil sie abhängig sind, trauen sie sich nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin DDR-Kind, ich muss ehrlich sagen, von dem, was ich zu DDR-Zeiten noch erlebt habe, so schlimm war das nicht. Dass die Leute haben, ja gut, die sind auch zu ihren Veranstaltungen gegangen, wo sie hingehen mussten und sowas, das war jetzt nicht das Thema, aber diese, dank dieser prekär Beschäftigten in Universitäten, in weiß ich nicht, also wo relativ geringe Löhne gezahlt werden, aber eben alles nur auf ein oder zwei Jahresverträgen zum Beispiel. Ja, man versucht diesen kleinen Strohhalm zu halten und versucht sich systemkonform zu verhalten. Und wie gesagt, das sind Ringspiele, die nicht ganz klein sind und deswegen wird sich hier kaum jemand dazu äußern, aber macht euch doch nichts draus. Wen interessiert's denn? Wen interessiert das, ob da dieser oder jener Künstler aufsteht? Ihr werdet es sehen. Es werden Künstler aufstehen, aber es werden die sein, die sich Dinge erarbeitet haben, fernab des Mainstreams. Und deswegen abonniert gerne auch deren Kanäle, zum Beispiel bei YouTube. Das hilft denen weiter, weil sie unabhängig macht. Sie müssen diesem System nicht mehr hinterherrennen, wenn sie unabhängig sich etwas aufbauen. Deswegen sind Alternativmedien so unglaublich wichtig, auch damit diese Leute einen Platz und eine Stimme bekommen. Weil alle, die anecken in irgendeiner Form, nämlich weggehen vom Mainstream. Das heißt, ihr habt irgendwann, bleibt nur noch eine systemkonforme Suppe übrig. Und wie gesagt, Leute, die hier nach einer Uni auch, also anfangen, in dem System sozusagen sich einzuarbeiten, und das sind Systeme, bei einem Film bewirbt man sich nicht, sondern das ist alles, man wird angerufen von einem Bekannten, von einem Kumpel. Und wenn diese Anrufe ausbleiben, dann setzt man da durchaus mal ein Jahr ins Land und hat eben nichts verdient. Und bei Schauspielern ist es so, Schauspieler haben zu wenig Termine im Jahr, dass sie überhaupt diese Termine unter Umständen zusammenbekommen, um zum Beispiel Arbeitslosengeld zu bekommen. Das ist ein Riesenproblem. Die sinken sozusagen direkt ins Bürgergeld. Das wissen sehr, sehr viele Leute nicht, die sozusagen von allgemeinen Leuten, das ist eine ganz komische Welt, auch eine ganz kleine Welt, und aufgrund dieser Abhängigkeiten dieser nächsten Buchung, weil die auch die anderen Medien, die freien Medien eben noch nicht so weit in der Entwicklung sind, bedeutet das auch, dass eigentlich wenig Alternativen zum Beispiel für Schauspieler existieren oder eben Ausstattung. Weil in der Regel die alternativen Medien sehr günstig produzieren müssen und dann natürlich diese Leute auch nicht buchen. Aber wie gesagt, andererseits, deswegen stehen so wenig auf. Und wie gesagt, das ist ein spannendes System. Mir ist, wie gesagt, manches egal, weil ich genügend andere Standbeine habe und ich eigentlich eher froh bin, wenn keiner anruft.
Ich habe auch, es gibt da ein Netzwerk, das nennt sich Crew United. Die haben eine Seite erfunden, wo so angeht, also man eben seine Filme irgendwie, also wenn man selber Filme produziert und beschäftigt ist, dass man da eben sozusagen ein Netzwerk, wo man Leute theoretisch finden kann. Und ich weiß, so vor einem Jahr, anderthalb Jahren regte diese Seite, also wo ich sagen muss, ich als Unternehmer, ja, ich äußere hier auch meine Meinung, aber wenn ich, naja, eben schon einen schlechten Ruf habe als Mainstream-Medien, wie auch immer, Gestalter. Und ich weiß das und dann reindresche und meine da sozusagen vom großen Bruder schon mal vorauseilenden Gehorsam quasi abliefern zu müssen. Und dann in einem Newsletter zum Beispiel, ach wie, also es wäre ja so schlimm, dass die Medien als rot-grün versifft dargestellt werden in anderen freien Medien. Ja, diese rot-grüne Lenkung kann man ja nun, weiß Gott, nicht abstreiten. Und das eben direkt zum Thema, sich zu brüskieren innerhalb seiner Peer Group sozusagen, also über seine Seite. Ich habe damals gekündigt, Crew United. Ich habe gesagt, die kriegen mein Geld nicht mehr. Ich sehe das nicht ein. Walk with your feet, vote with your feet. Und das ist aber nicht jedem gegeben, auch wenn sich da durchaus Leute gerade, ich denke auch von vielen Ostleuten, drüber aufregen. Das Problem ist, sie sind in diesem System verfangen. Sie können Filme nicht produzieren, wenn sie da nicht zum Beispiel mehr oder minder das Statement gegen rechts abgeben oder sonst irgend sowas. Auch wenn es völlig deplatziert ist. Aber man versucht, sich systemkonform zu verhalten. Und ja, es ist, Entschuldigung, ich kenne die DDR, es ist schlimmer als in der DDR. Das zeigt man nicht und wartet nicht drauf auf Künstler, die da ihre Stimme erheben. Macht euer Ding selber, ihr habt ein Handy und deswegen, das funktioniert viel, viel mehr, viel, viel besser. Es wird am Ende des Tages nur dazu führen, dass Alternativmedien hochkommen und das ist verdammt gut. Ich finde das cool. Macht eure TikTok-Videos, macht auch YouTube-Videos, sagt eure Meinung. Ihr braucht die anderen nicht. Ihr braucht keine Fürsprecher. Ihr könnt das alleine. Tschüss!